Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Zweitkanal. Wer hätte das gedacht, auf dem Zweitkanal? Ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein kleines Video, weil wir haben vor, ein bisschen Heimhandwerker zu spielen und uns ein paar Sachen in unserer Wohnung zu bauen. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Aber gleichzeitig mache ich auch ein kleines IKEA-Hagebaumarkt-Haul. Nein, wir waren nämlich gerade eben einkaufen. Ich wollte die Kamera da jetzt nicht mitnehmen. Wir haben ein bisschen eingekauft, weil ich gedacht habe, was man hat, das hat man. Und wir haben hier zu Hause keinen Akkuschrauber oder Bohrer oder zum Beispiel eine Stichsäge. Jeder Mensch braucht nämlich zu Hause eine Stichsäge. Naja, ich habe ja auch, wie einige vielleicht wissen, seit 2 Jahren das Projekt, dass ich meinen Bus umbauen möchte. Und dann dachte ich mir, da brauche ich bestimmt irgendwann mal eine Stichsäge. Naja, deswegen Ich zeige euch jetzt genau, was ich da gekauft habe. Ich wollte nämlich schon immer mal meine eigene Bohrmaschine haben. Das zeige ich euch gleich. Wir haben nämlich auch noch bei IKEA, ist jetzt total random, aber wir haben einen Bock gekauft, damit ich besser Partei machen kann. Boah, da habe ich Platz zum Umrühren. Nachdem wir noch nicht genug IKEA-Kisten in unserer Wohnung haben, wie man in der Roomtour gesehen haben könnte, verlinke sie euch hier, wenn ihr die Roomtour noch nicht kennt. Aber die hier wollen wir zu einem Couchtisch zusammenstellen, also alle 4, weil der Elefant, den hat es jetzt hierhin verschlagen. Und die Kiste, wo die Pflanze vorhin noch drauf stand, hat es jetzt in dieses Regal verschlagen. Das Regal ist übrigens auch neu. Das haben wir aber schon bei einer anderen Mission gekauft und zusammengebaut. Und da durfte ich auch schon ganz kurz Handwerker spielen. Wahrscheinlich bin ich auch da jetzt auf den Geschmack gekommen, Sachen einfach zu Hause zu machen. Ich habe das Regal nämlich hier unten abgesägt, weil eigentlich wäre der Drucker hier auf der Höhe wie das hier. Und es gab bei IKEA aber keine noch so ein Ding auf der Höhe. Deswegen habe ich es einfach hier unten abgesägt. Und ja, gut, das ist jetzt auch nicht die größte Herausforderung, die es gibt, aber... Was wir jetzt in diesem Video machen, ist den Couchtisch, den baut Nanny auf. Dann haben wir hier noch ein Brett gekauft bei Hagebaumarkt. Das kommt hier oben drauf. Dann müssen wir nämlich auch kein Loch in die Wand bohren oder sowas. Und da gehen die Fliesen so ein bisschen raus, deswegen ist es super praktisch. Dann kommen an das Brett noch Schnüre dran, damit man die Handtücher da reinlegen kann. Also das haben wir dann auch gekauft. Jetzt räumen wir aber erstmal auf. Donati, wir können aufräumen. Ich spüle jetzt erstmal ab. Jetzt packe ich jetzt Zeug aus. Ich habe übrigens, glaube ich, vergessen, Sägeblätter dazu zu kaufen. Bei der Stichsäge sind halt, glaube ich, keine dabei. Ich habe es dann vergessen. Ich bin direkt auf so ein Mega-Angebot eingegangen. Schrauben dabei sind und so ein ganzes Koffersystem. Ich brauche jetzt den Akkuschrauber. Wollen wir dir mal die Ohren putzen? Wieso? Nee, okay. Guckt euch das an. Schrauben, Bohrer, ganz viel tolles Zeug. Und sogar noch ein extra Akku. Oha, da sind 2 Akkus dabei. Den Akku kann man denn übrigens auch für die Stichsäge benutzen, deswegen habe ich dann direkt so, das ist dieses All 18 Volt System. Und da oben kann ich jetzt meine Schrauben reinsortieren. Okay. Und während ich hier meinen Koffer eingeräumt habe, baut Donati hier drüben die Kisten auf. So, wir haben jetzt zu wenig Zeit eingeplant für alles, deswegen mache ich den Rest morgen. Also wir machen den Rest morgen. Wenn ich dann auch ein Sägeblatt habe für meine Stichsäge. Bis gleich. Okay, ich habe ein Sägeblatt gefunden. Es war irgendwie... Aua, fuck. Hier in diesem Ding drin dann doch. Also da kann man Sägeblätter aufbewahren. Und die waren wohl doch so lieb und haben eins dazugelegt. Ich messe jetzt erstmal aus, wie lang das Brett sein muss.
Ja. Na gut. Oh, sie laut, Alter. Passt. Jetzt kommen da und da noch Löcher rein, dann werden die Seile gespannt und dann hängen da Handtücher. Das mache ich jetzt aber wirklich morgen, weil wir kriegen jetzt Besuch und die müssen noch zu Abend essen. Deswegen sehen wir uns morgen wieder beim Löcherbohren. Kann ich meine Bohrmaschine auch mal ausprobieren. Guten Morgen. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Das kommt jetzt aber alles wieder runter, weil da müssen jetzt noch Löcher reingebohrt werden. Tschüss. Tschüss. Ja, und dann halt hier, oder? Ja. Ja. Jo. So, und jetzt? Ich mache das jetzt mal noch auf der anderen Seite und dann gucken wir weiter. Ew. Ja. Ew. Ich mach das jetzt hier mit. Handwerker drehen sich gerade allesamt im Grab um, wahrscheinlich. Also die sind schon gestorben. Ja, die gestorbenen Handwerker drehen sich im Grab um. Das ist der Akku, glaube ich. Ah, hast du das nicht über Nacht aufgeladen? Nee. Jetzt ist der Akku geladen. Und wenn wir jetzt gerade eben schon beim Handwerkern sind, ich wollte noch, das ist absolut überhaupt nicht bezahlt. Ich bin nur gerade eben so, es sieht so schön aus und es ist so cool. Ich wollte euch was zeigen, was wir gekauft haben. Eine Werkbank für die Küche! Die Behälter haben wir eigentlich in Edelstahl bestellt, haben sie aber falsch geliefert, deswegen kriegen wir die jetzt aber nochmal nicht, dass ihr denkt, wir kochen hier so einen dicken Plastik ein. Wollte ich eigentlich nur kurz zeigen, ich finde das ganz toll. Also Fazit ist, selber Sachen bauen macht ultra Spaß, aber ich glaube, das muss ich sowieso niemandem erzählen. Und das war es auch eigentlich schon mit diesem kleinen Mini-Vlog. Ich hatte einfach nur Lust, das mal aufzunehmen, wie ich mich das erste Mal blöd anstelle, ein Loch in ein Holz zu bohren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war irgendwie ein bisschen unterhaltsam, wie ich mich angestellt habe. Und dann sehen wir uns im nächsten random Vlog. Vielleicht baue ich ja das nächste Mal wieder, weil ich wollte eigentlich schon, ich habe auf Pinterest so viele Sachen irgendwie markiert, die ich eigentlich mal bauen wollte. Aber irgendwie macht man es ja dann trotzdem nicht. Aber vielleicht
fange ich jetzt mal damit an. Okay, tschüss.